Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Videolog in unserem YouTube-Kanal. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, was mich sehr direkt betrifft, und zwar geht es um meine Ausbildung. Ich bin 31 Jahre alt und ich habe im letzten Jahr meine allererste Berufsausbildung angefangen. Jetzt kann man sich fragen, was hat der Typ all die Jahre davor gemacht? All die Jahre davor habe ich viel gearbeitet und studiert und all möglichen Kram eigentlich irgendwie gemacht. Ich habe immer gearbeitet, ich hatte immer irgendwie was zu tun, aber irgendwie war nie das Richtige dabei, dieses, wie man so schön sagt, eine Berufung, wo ich mich gesehen habe. Das Problem daran all die Jahre war, das hat mich auch nicht gestört. Ich war so eine Art, ich nenne es immer Söldner. Also ich habe, solange das Geld irgendwie stimmte, alles gemacht. Und ich habe zwar nebenbei immer versucht, irgendwie eine Ausbildung zu machen, aber so richtig hing da nicht mein Herz dran. Ich habe mein Studium irgendwann nicht mehr so ganz ernst genommen. Und ja, jetzt könnte man versuchen, tiefenpsychologisch zu untersuchen, woran das bei mir lag. Aber wenn ich in Zeitungsartikel schaue heutzutage und auch, ja, mit Freunden rede, da gibt's viel zu erkennen, woran das liegt. Zum einen irgendwie die Unlust, man möchte sich nicht festlegen, und ja, es gibt ganz viele Gründe, was für mich da jetzt auch zutrifft, das will ich aber gar nicht so stark thematisieren. Ich will mich eher darüber unterhalten, dass ich das gar nicht schlimm finde, dass ich mit 30 meine erste Berufsausbildung mache. Nicht, weil ich euch jetzt ermutigen will, zu sagen, macht auf jeden Fall super spät eure Berufsausbildung. Nee, das würde ich spätestens in vielen, vielen Jahren, wenn ich ein Video machen würde, wo es um meine Rente geht, würde ich sagen, macht so früh wie möglich eure Ausbildung und verdient Geld. Es geht aber um was anderes. Ich könnte jetzt sauer auf mich sein die ganze Zeit, dass ich so lange gebraucht habe, aber das wäre nicht produktiv einfach. Dann würde ich mich nur schlecht fühlen und mich klein machen und meinen vergangenen Versionen nicht verzeihen. Da bin ich lieber froh, dass ich aus dem, was die erlebt haben, meine vergangenen Versionen was lernen konnte. Und ich mache jetzt eine Ausbildung zum Erzieher, und für mich ist was ganz Besonderes passiert in dieser Ausbildung, was nicht an der Ausbildung zum Erzieher liegt, sondern daran, dass das für mich die richtige Ausbildung ist. Und zwar habe ich irgendwann im Berufsschulunterricht gesessen und habe gemerkt, das ist es. Das ist das, was du machen willst. Das ist genau der richtige Job für dich. Weil ich festgestellt habe, in all den Jobs, die ich vorher gemacht habe, egal ob ich im Getränkemarkt war oder im Büro gearbeitet habe, ich war schon immer Erzieher. Ich wollte schon immer Dinge tun, die ein Erzieher tut. Ich habe es nur nicht gemerkt, dass Erzieher für mich der richtige Job wäre. Dass es vielleicht gar nicht so klug war, studieren zu gehen, und dass es vielleicht gar nicht so klug war, diese anderen Jobs zu machen zur Überbrückung oder um das Geld reinzukriegen, weil sie zu dem Zeitpunkt lukrativ wirkten. Aber, und genau deshalb bin ich nicht böse, wie sollte ich das merken? Wie hätte ich das raffen können? Und ja, was kann man da tun? Und das ist ein bisschen auch der Grund, warum ich dieses Video mache, weil ich weiß, dass das, was für mich funktioniert hat, nicht für jeden da draußen funktioniert. Aber manchmal braucht man ja nur so einen kleinen Hinweis, so einen kleinen Tipp, dass einem gesagt wird, wo man gucken kann. Nicht, was man tun kann, aber wo man in seinem Umfeld nachgucken könnte, was man machen kann. Und das Umfeld ist da schon ein echt guter Tipp. Wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr tun wollt später mal, was ihr beruflich machen wollt, wo ihr mit euch hin wollt, dann fragt eure Freunde und Menschen, die euch kennen, nicht, was sie finden, was ihr arbeiten solltet, sondern was sie finden, was ihr schon tut. Weil die Dinge, die man jetzt tut, instinktiv, reflexartig, wie man ist, wie man handelt, verraten viel darüber, was man eigentlich möchte. Manchmal sogar mehr, als man selber gerade weiß, dass man es möchte. Und da sind Freunde, die einen den ganzen Tag von außen sehen, während man sich selbst den ganzen Tag nur von innen sieht, eine super Quelle, um Dinge über sich zu erfahren, die man sonst nicht mitkriegen würde. Da muss man natürlich die Fairness haben, diesen Menschen auch wirklich zuhören zu wollen und zu sagen, das, was du mir sagst, das nehme ich jetzt auch an, und sich nicht direkt angegriffen fühlen. Aber das schafft man, das ist nicht so schwer. Das sind Freunde, da kriegt man das hin. Die werden auch den richtigen Ton finden. Das ist vielleicht nichts, was man irgendwie
im Rauchergespräch, im Pausengespräch auf einer Party macht. Vielleicht macht man das in einem ruhigen Moment, wenn man eine Cola zusammen trinken geht oder was weiß ich nicht was. Aber es lohnt sich. Das ist etwas, was ich zum Beispiel nicht so gut gemacht habe. Meine Freunde haben mir schon immer mal so gesagt, was ich so tue und was mir liegt. Aber irgendwie habe ich nicht so ganz zugehört, weil ich gedacht habe, nee, ich muss höher greifen. Ich habe dieses Abitur bekommen. Ich muss jetzt super besondere Dinge tun. Ich habe die Zulassung für diese Uni bekommen. Jetzt muss ich damit riesige Dinge tun. Und riesige Dinge sind vielleicht für einen selbst nicht die richtigen Dinge. Und das ist auch okay. Wenn ihr jetzt gerade an einem Punkt in eurem Leben seid, wo ihr sagt, ja Mann, ich bin einer dieser Söldner und ich bin aber zufrieden damit, dann will ich euch gar nichts anderes sagen. Ich war auch lange Zeit zufrieden damit, es war vollkommen okay. Ich musste nicht wohin gehen, wo mein Herz an dem Job hängt. Das kann auch ganz befreiend und angenehm sein, wenn man dann im Privaten vielleicht Dinge tut, wo das Herz dran hängt. Aber für mich habe ich festgestellt, ich bin jetzt an einem Punkt, wo dieses Söldner-Dasein gut ist, wo ich da keinen Bock mehr drauf habe, wo ich was Richtiges brauche. Weil ich will mich jetzt mit Sachen beschäftigen, die ich später in meinem Leben noch lange Zeit machen kann, die näher an das kommen, was ich eine, ja, ich nenne es jetzt mal so die persönliche Mission nennen würde. Weil das ist auch etwas, was ihr tun könnt. Das ist nicht von mir, ich habe leider nicht mehr die Quelle gefunden, wer das mal gesagt haben soll. Wenn ihr es wisst, verratet es mir, dann reiche ich das gerne nach. Aber einer von den vielen klugen Menschen da draußen hat mal gesagt, dass man Kinder nicht fragen soll, was sie später mal arbeiten wollen, sondern welches Problem in der Welt sie lösen wollen. Und das ist eine sehr gute Frage, die man sich selber stellen kann, um herauszufinden, was die eigene Berufung werden könnte. Denn manchmal stellt man dann fest, dass das, was man eigentlich arbeiten will, vielleicht noch gar nicht existiert und dass man es selber erfinden muss. Wenn ihr dann auch noch stark genug seid und cool genug seid und das für euch sagt, okay, ich weiß jetzt, was ich in dieser Welt verändern will, was mich stört, und diesen Job gibt es noch nicht und ihr nehmt das in Angriff, dann habt ihr euch später nichts vorzuwerfen. Ihr habt für eure Ideale eingestanden und für eure Ziele. Und das ist riesig, egal ob man damit später Geld verdient oder nicht. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr gerade in dieser Söldnerposition seid, lasst euch nicht einreden, dass ihr eine Berufung unbedingt sofort finden müsst und dass ihr wissen müsst, was ihr zu tun habt in dieser Welt beruflich. Es gibt genug Abiturienten jedes Jahr, es gibt genug andere Leute, die aus der Schule purzeln und auf einmal all diese Freiheiten haben und damit vollkommen überfordert sind. Söldner sind Menschen, die oft einfach mal ein bisschen rumexperimentieren. Genau das führt einen dazu, seine Berufung zu finden. Jobs haben, die man scheiße fand. Jobs haben, die man gut fand. Für sich herausfinden, warum fand ich scheiße, was fand ich gut und dann weitermachen und sich umgucken. Lasst euch das nicht einreden, dass ein Söldner-Dasein falsch ist. Wenn es für euch richtig ist, ist es richtig. Ganz einfach. Was die Gesellschaft dann findet, was super wäre, soll sich die Gesellschaft geschlossen drum kümmern. Wenn die finden, ihr solltet jetzt mal in deren Rentenkasse einzahlen, dann sollen sie das System so machen, dass es funktioniert. Das ist nicht euer Job. Das ist zu groß für jeden Einzelnen von uns. Verantwortung kann man dann übernehmen, aber erstmal muss man klarkommen, weil sonst kann man auch keine Verantwortung übernehmen. Weder für andere noch für sich selber. Wenn ihr schon an der Stelle seid, dass ihr eure Berufung gefunden habt, dass ihr diese Sachen beantworten könnt, rate ich euch über dasselbe wie den Söldnern. Macht weiter. Macht einfach weiter und sammelt Erfahrungen. Denn das ist nie falsch. So funktionieren wir Menschen. Wir sammeln ganz viele Erfahrungen. Und wenn ihr das Gefühl habt, halt einfach jetzt gerade in eine Sackgasse zu laufen, dann verändert halt was. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt eure Berufung noch nicht gefunden, geht euch umgucken, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst sie nicht finden, dann chillt einfach, dann könnt ihr entspannen. Aber aus meiner Perspektive, ich kann es nur empfehlen, weil dieser Moment mit 30 Jahren in der Schulklasse zu sitzen und ich habe es mitten im Unterricht gemerkt, es war richtig verrückt, es ging um ganz was anderes, es wurde irgendwas Fachliches erzählt und ich habe da gesessen und habe auf einmal schlagartig den Gedanken gehabt, das, was du hier jetzt erlernst als Job, ist das, was du eigentlich schon immer gemacht hast, ohne zu wissen, dass es diesen Job gibt. Und jetzt auf einmal in diesem Unterricht hier siehst du,
Okay, für das, was ich vorhabe mit dieser Welt, gibt es den richtigen Beruf und er ist schon fachtheoretisch ausgefüllt. Und dafür lohnt es sich, weil es was für den Selbstwert tut und für die Motivation. Denn in all diesen Söldnerjobs bin ich gerne arbeiten gegangen, aber ich habe nicht dafür gebrannt da drin. Und das ist jetzt neu. Und das kann ich nur jedem wünschen. Deshalb, ja, deshalb dieses Video. Ein bisschen aus meiner persönlichen Sicht. Und vielleicht ist ja der ein oder andere da draußen, der sagt, okay, das hat mir was gebracht, dann würde ich mich total freuen, weil das ist der Grund, warum ich es erzählt habe. Ansonsten, schaut nochmal rein in unseren Kanal, schaut auf unseren Blog www.dernachtwind.de. Wenn ihr Fragen oder sowas habt, schickt uns eine E-Mail, macht euch bemerkbar. Wir freuen uns drauf. Einen schönen Tag noch.